Jetzt darf ich einen Gastprediger unter uns begrüßen. Das ist der Viktor Klaassen. Er arbeitet im Forum Wiedenest als Coach und baut gerade auch ein Coaching-System oder Coaching-Bereich auf. Inside Out heißt das Ding. Ich habe selber schon Nutznießer davon. Herzlichen Dank auch für das, was du mir geholfen hast. Viktor ist verheiratet, hat 4 Kinder. Für mich stand er immer für das Sommerlager, für Sola. Aber inzwischen hat er seinen Dienstschwerpunkt verändert, eben in Richtung Coaching. Genau, er gehört zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bergneustadt-Hackenberg und ist heute hier in Olpe. Von daher herzlich willkommen, Viktor, und öffnet euer Herz, eure Ohren auch für das, was er als ein Diener Gottes euch sagen möchte. Vielen Dank, Andreas, für die Begrüßung. Ja, ich freue mich heute hier bei euch zu sein und über ein spannendes Thema gemeinsam nachzudenken. Ich stelle mal eine Frage und ich wünsche eine ganz ehrliche Antwort, so ehrlich wie es eben geht. Wer von euch kann so wirklich von Herzen sagen, so leidenschaftlich gern, ich mag den November? Ja, jetzt wie er jetzt gerade ist, abgesehen von Corona, wettermäßig der Hammer, aber irgendwie die Welt steht Kopf, selbst der November steht Kopf, November ist nicht mehr November, ja, wo soll das hinführen? Aber eigentlich ist dieser November ein PowerPoint kann man vielleicht mal dran schmeißen kurz. Der November ist so ein trister Monat, ja, wo das Leben eigentlich schwer und düster ist. Ich betrachte es als Geschenk Gottes, dass es diesen Monat in diesem Jahr gerade nicht so ist, dass die Aussichten gut sind, die Sonne erfreut das Herz, meins zumindest. Im November ist es so, ja, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag, Zeitumstellung, Winterreifen. Vielleicht bist du BVB-Fan und denkst an gestern oder lieber nicht. Ja. Vielleicht musstest du heute Morgen oder gestern Morgen um 8 Uhr noch das Gemeindehaus hier putzen. Weiß nicht, wie ihr organisiert seid. Manchmal kommen so Dinge zusammen und du denkst, nein! November, diesen Monat gibt es. Ich frage mal rhetorisch, wer von euch mag den Mai? Ja, natürlich, ja, der Mai, was ist das denn für ein Monat? Tag der Arbeit, aber er ist frei. Ja? Muttertag, Hochzeiten, Terrassenzeit, Urlaubsplanung, Pfingsten, alles so Feste, die so im Kontrast stehen zu dem, was im November stattfindet. In der Bibel finden wir so etwas wie den Mai-Glauben und auch den November-Glauben. Der Mai-Glaube, da sind wir so auf der Sonnenseite des Lebens, das Leben blüht, wir strotzen vor Kraft, um uns drumherum passiert eine ganze Menge und man kann sich gar nicht anders verhalten, als sich mitfreuen. Und da ist da aber auch dieser November, wo wir auf der Schattenseite des Lebens sind, im Denken und im Fühlen, alles ist kalt und nass und dunkel und irgendwie auch einsam. Der Mai-Glaube drückt sich das im Psalmen aus wie diesen hier, Psalm 106. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. So ein tiefes Überzeugtsein, es sprudelt aus uns heraus, wir singen und tanzen und freuen uns des Lebens. Aber dann gibt es auch die Psalmen, die so ganz anders sind. Tatsächlich auch Psalmen in der Bibel. Zum Beispiel der Psalm 13. Allgemein ist es so, dass wir sagen können, in den Psalmen finden wir es auch immer wieder, dass Menschen mit dem Glauben ringen. Dass die Frage nach Vertrauen in Gott eine echt existenzielle Frage geworden ist. Dass das nicht so von ganz alleine aus dem Herzen rauskommt und ins Verhalten mündet, sondern wo so ein Kampf da ist. Ist das alles wahr? Und so ist auch dieser Psalm 13. Ich möchte ihn lesen. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott.
Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Novemberglaube. Und manchmal lesen wir diese Psalmen falsch und denken, da steht dann so in etwa, ach Herr, komm schon, wie lange noch? Nö, hast du mich vergessen? Schau doch bitte her, antworte mir, bitte, ach komm schon. Das ist hier anders drin. Das ist nicht lieb und nett verpackt, sondern es ist so, wie der November eben ist. Ein echter Schrei aus der Einsamkeit heraus. Ich fühle mich verlassen. Ich möchte etwas wagen, was vielleicht ein bisschen brenzlig ist. Ich habe ein Lied mitgebracht von einer Band, die ich tatsächlich auch mag. Und das ist so das Thema dieses Psalm 13. Von diesem Psalm 13. Und die Emotion, die ihr in diesem Lied finden werdet, ist eigentlich die Emotion dieses Psalms. Und dann werden wir ihn nochmal lesen, denn wir sind Menschen auch mit Emotionen und Gefühlen. Und dann hört sich das eigentlich etwa so an. Ich weiß nicht, ob ihr es gewohnt, ob ihr Eltern erlauben werdet, solche Musik, den Kindern erlauben, solche Musik zu hören. Mein Vater hätte die Anlage damals rausgeschmissen. Aber ich mag sie, stehe ich zu. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt immer noch folgen. Ja, das ist der Schrei nach Freiheit, etwas Emotionales, etwas, was so aus der Tiefe kommt und manchmal tatsächlich, eigentlich, nicht manchmal, sondern eigentlich so in uns drin ist. Aber wir sind es gewohnt, als brav erzogene Christen zu sagen, ach Herr, wie lange noch? Eigentlich steht es so drin, wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Ich weiß nicht, ob du so Phasen in deinem Leben kennst, wo du das Gefühl hast, der Boden wird dir weggerissen. Ich glaube schon, jetzt ist so eine Zeit, wo Masken fallen. Gewisserweise müssen wir Masken tragen, aber andere Masken fallen, weil das, was so drumherum passiert, irgendwie so unberechenbar geworden ist, so ungewiss geworden ist und unsere sichere Fassade ja, auf einmal bröckelt. Wenn unser Job auf einmal in Gefahr ist, dann beten wir das Vaterunser, unser täglich Brot gib uns heute ganz anders, als wir es vielleicht bisher gebetet haben. Ja, wenn die Sorgen, wenn die Fragen uns quälen, uns nachts nicht schlafen lassen, dich aufwecken und dich innerlich zermartern, was ist dann? Was ist dann? Ich bin mit Menschen im Gespräch, zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Arzt, der auf einer Station arbeitet, wo er täglich mit schlimmem Leid von Kindern konfrontiert ist. Er ist Christ, er ist gläubiger Christ. Und die Fragen, die er da immer und immer wieder hat, hat er einfach verdrängt. Weil die Antworten auch nicht so einfache Antworten sind. Und irgendwann mal merkt er und stellt sich die Frage, glaube ich überhaupt noch? Ich habe mal gehört von einem Gott. Ich weiß aber nicht mehr, ob es mein Gott ist. Weil diese Fragen des Zweifelns in ihm einfach keinen Platz hatten, er hat sie verdrängt, verschoben und dann irgendwann mal stellt man die ganz große Frage. Und so ähnlich ging es dem David. Aus so einer Situation heraus hat er diesen Psalm geschrieben. Sein Leben ist geprägt von vielen Höhen, aber auch Tiefen, von Brüchen, von Zerwürfnissen in seinem Leben. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja. Und trotzdem waren dort Abgründe in seinem Leben, da möchten wir eigentlich nicht selbst hineinschauen. Und deswegen schreit er hier, umringt von Feinden, äußeren, inneren Feinden und fragt sich, Gott, hast du mich vergessen für immer? Ist das wahr?
Hast du diese Frage oder diesen Ausdruck oder diesen Ausbruch deines Herzens schon mal selbst erlebt, wo du das auch vor Gott hingelegt hast, hingeschrien hast, ohne fromme Fassade, ohne nette Smiley-Maske? Wir dürfen es. Manchmal, wenn wir diese Psalmen lesen, und dieser Psalm geht auch weiter, er endet dort nicht, dann schauen wir gern auf das Ende und auf das gute Ergebnis, auf das Happy End. Und das gibt es hier auch. Ja, von Gott vergessen und jetzt, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Dieses doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich den Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Dieses doch, diese plötzliche Perspektivänderung passiert deshalb, weil er vorher ehrlich genau das sagt, wie es ist. Das sagt, was in seinem Herzen ist. Ich nehme mal dieses Beispiel, wenn wir im Auto unterwegs sind und ein Navi haben, die Zieladresse ist klar, aber der Weg dorthin noch nicht, also geben wir die Zieladresse ein. Was muss passieren, damit wir dort wirklich ankommen? Es ist logisch, das Auto oder besser das Navi muss ganz klar definieren können, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt mein Standort? Was ist jetzt? Wo bin ich jetzt? Und dann, aus dieser Standortbestimmung, ergibt sich die Route zum neuen Ziel. Und mein Eindruck ist, wir kennen das Ziel, wir wollen die Veränderung und wir gehen los. Aber wir sind nicht ehrlich im Beantworten der Frage, wie geht es mir jetzt wirklich? Es ist so allgemein, mir geht es nicht gut. Ja, aber warum nicht? Und ich glaube, das ist ein Stück weit das Geheimnis eines gelingenden, reifenden Lebens, dass wir auch das benennen, was jetzt gerade ist. Aus Fehlern lernen. Ja, wir werden Fehler immer und immer wieder zum Beispiel machen, wenn wir nicht verstanden haben, warum wir ihn jetzt gemacht haben. Und auch wenn es weh tut, da mal hineinzuschauen, ist es wichtig, diese Dinge zu beschreiben und sie so anzunehmen, wie sie sind. Der Frühling gehört zum Winter. Zum Mai gehört der November. So ist das Leben. Novemberglaube. Und deshalb eben passend auch zu dieser Jahreszeit, in der wir leben, dieses Thema. Ich möchte ein paar ganz einfache Feststellungen so mit da dran werfen, sind dort schon dran. Alle Menschen kämpfen. Ist das eine neue Aussage? Nein. Aber ich will sie kurz erläutern. Alle Menschen kämpfen. Manchmal denken wir, es ist nur da so, wo es so offensichtlich ist, wenn Menschen um ihre Existenz kämpfen, weil der Arbeitsplatz verloren gegangen ist, weil Krankheit ins Leben gebrochen ist. Nein. Gewisserweise kämpfen wir alle. Ich lerne Menschen kennen, die nach außen hin eine blühende, eine strahlende Fassade haben, aber im Herzen Kummer, Leid und Krieg mit sich tragen. Inneren Krieg, äußeren Krieg, den man aber gut verbergen kann, weil der stört eben. Und man will das ja nicht allen vor die Nase malen. Alle Menschen kämpfen. Wir leben in einer wilden Welt. Und wir merken das vermerkt jetzt auch in Westeuropa, in Deutschland und. Ich will euch nicht die Schlagzeilen der Nachrichten hier nochmal benennen. Wir leben in einer wilden Welt. Wer es jetzt nicht checkt, dem ist, glaube ich, nicht mehr zu helfen. Und der Mensch an sich, der ist nicht gut. Wir sind alle zu allem Möglichen fähig und stehen so irgendwie mittendrin. Angst, Sorgen, Enttäuschung und Frust gehören im Leben dazu. Du wirst enttäuscht und du enttäuscht andere. Du bist verbittert und sorgst für die Verbitterung bei anderen. Du bist begrenzt. Du machst Fehler. Du tust Dinge, die du nicht tun wolltest. Davon ist unser Leben geprägt. November. Und die Frage, die wir beantworten sollten, ist, wie können wir versöhnt kämpfen? Alle Menschen kämpfen und ich glaube, eine Schlüsselfrage im Leben ist, wie können wir versöhnt kämpfen? Versöhnt kämpfen, das sind eigentlich so zwei Begriffe, die schließen sich einander aus. Ja, entweder bist du versöhnt oder du kämpfst, beides geht nicht. Doch, genau das ist die Kunst des Lebens, zu kämpfen, aber nicht nur zu kämpfen. Dann wirst du ein einsamer Held, du wirst verwildert, du gehst über Leichen. Die Kunst ist, versöhnt zu kämpfen. In die Abgründe deines Lebens zu schauen und sie zu benennen.
deine Zweifel zu spüren und sie benennen. Deine Einsamkeit spüren und sie benennen. Sonst wirst du einfach nur kämpfen und dann wirst du verlieren. Die große Kunst ist, versöhnt zu kämpfen. Jesus selbst sagt auch in Johannes 16, Vers 33, habt ihr sicherlich schon mal gehört, in der Welt habt ihr Angst oder dort werdet ihr bedrängt, je nachdem, welche Übersetzung wir nehmen. In der Welt habt ihr Angst, dort werdet ihr bedrängt, das ist ein Fakt. Aber seid getrost, ja, seid ermutigt, seid hoffnungsvoll und zuversichtlich, ich habe die Welt überwunden. Das ist so ein Ankerpunkt, sagen, okay, Jesus, wie kannst du mir helfen, in dieser Welt versöhnt zu kämpfen? Ich habe euch eine Zeichnung mitgebracht, die ich tatsächlich selber gemalt habe. Ist kein Kunstwerk. Ja. Das ist der Erwachsene in uns. Ich will euch etwas darstellen, was in der Psychologie auch so anerkannt ist vom Gedanken, aber wo wir die gleichen Prinzipien in der Bibel finden. Und ich möchte dir damit helfen, eine Standortbestimmung konkreter zu vollziehen oder zu unternehmen bei dir, damit du ehrlicher wirst in dem, wie es dir jetzt gerade oder morgen oder übermorgen gehen wird. Das ist der Erwachsene in uns. Der ist wichtig, denn der kann ganz viel wissen, der kann denken, der funktioniert und der übernimmt Verantwortung, wie es Erwachsene nun eben tun könnten, sollten. Und der ist wichtig in unserem Leben. Ja, das ist so ein Bild jetzt, der Erwachsene in uns. Der Informationen sammelt, der die Richtigkeiten ja, richtig einordnet und sich fragt, was sind meine Richtigkeiten, auf die ich mich stelle und. Aber das ist nicht alles. Es wäre zu einfach, wenn es nur Erwachsene auf der Welt geben würde, die so leben, ja, die ihrer Verantwortung gerecht werden. Jeder Mensch hat in sich so einen kleinen Jungen, so ein kleines Mädchen, so ein kleines inneres Kind. Und wie es erst so am Anfang des Gottesdienstes war, dann nörgelte da jemand rum, die Eltern gingen dann irgendwann raus. Ja, diese Kinder, die haben wir auch in uns, diese nörgelnden, diese nervenden, sorry, ja, jetzt sind wir unter uns, manchmal nervenden Kinder. Ja, ist so, sie lenken uns ab, wir wollen zuhören und können nicht. Kinder sind nicht nervig, aber das Nörgeln ist nervig, oder? Also ich habe 4 Kids, macht nicht immer Spaß. Ich liebe sie und es ist insgesamt schön, aber manchmal auch nervig. Ja, ist so. Und so waren wir alle mal. Und wir haben so einen kleinen Jungen in uns, so ein kleines bedürftiges Kind. Da sind unsere Emotionen drin verankert, unsere inneren Glaubenssätze, also wie wir über das Leben denken. Oder auch unsere Verletzlichkeit, die aber wiederum eine Bedingung ist, damit wir Beziehungen pflegen können, die in die Tiefe gehen. Geht nicht ohne verletzlich zu sein. Dort sind auch unsere Sorgen, unsere Ängste, wie das bei Kindern eben so der Fall ist. Und das ist so ein Bild, das ausdrückt, es gibt ein Außen und ein Innen im Leben. Und wir können das Kind nicht immer wegschieben. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, vielleicht ist es deine Geschichte. Du bist auf einer Jubiläumsfeier eines guten Freundes. Du hast dich darauf gefreut, weil du wusstest, dort sind viele Personen, die dir wichtig sind, die du schon lange nicht gesehen hast und die dir auch im Blick auf deine Zukunft wichtig sind. Endlich triffst du sie und kannst all die Fragen und Dinge mit ihnen besprechen, die du schon lange besprechen wolltest. Dein Kind ist aber auch mit auf dieser Jubiläumsfeier. Du musstest dein 4-jähriges Kind mitnehmen. Ging nicht anders. Jetzt bist du im Gespräch und auf einmal zuppelt da jemand hinten. Macht sich bemerkbar. Du guckst kurz nach hinten und merkst, mein Kind, und redest weiter, weil jetzt zu unterbrechen ist eine Frechheit. Geht nicht. Und du redest weiter und das Kind kommt wieder und zuppelt ein bisschen fester von der anderen Seite, aber du ignorierst es. Du schiebst es weg. Du wirst innerlich sauer und trittst es weg. Machen wir nicht wirklich, aber stell dir es einfach vor. Und plötzlich kippt die Stimmung. Es wird neblig, weil dein Kind Dünnpfiff hat. Und es konnte nicht mehr zurückhalten. Es läuft neben dir. Nicht bei dir, aber neben dir, bei deinem Kind. Alle kriegen es mit und du checkst sofort. Diese Jubiläumsfeier ist gecrashed. Du kannst dich mit niemandem mehr unterhalten. Du hast keine Wechselklamotten mit. Du packst dein Kind irgendwie in Tüten ein. Legst es in den Kofferraum erst einmal vor Panik und fährst nach Hause.
Ja, also passiert hoffentlich nicht. Es wäre ein völlig anderer Verlauf, wenn ich als Vater, wenn dieses Kind so zu mir kommt, dann, okay, mein Kind sagt dann, Papa, Kaka machen, ja. Und dann gehst du 3 Minuten, hilfst deinem Kind. Vielleicht könntest du das eigentlich auch selber, aber jetzt in dieser Situation mit anderer Toilette und anderer, ne, braucht es plötzlich wieder deine Hilfe. Es wäre in 3 Minuten erledigt. Aber du tust es nicht, weil es nervt. Und dann tust du es trotzdem, weil du es tun musst. Und so ähnlich ist es mit den Dingen, die wir in unserem Inneren tragen. Mit den Zweifeln, mit den Sorgen, die sich so innerlich bei uns aufbäumen, mit der Leere, die wir manchmal spüren und es verdrängen und einfach nur funktionieren. Einfach weitermachen. Und irgendwann mal bekommen diese Kinder so einen Autoritätsverstärker. Muss nicht immer Dünnpfiff sein. Aber es kann zum Beispiel sein, dass du deine Eltern beerdigst und merkst, die Endlichkeit des Lebens rückt näher an dich heran. Und du spürst und ahnst, der Nächste bin ich dann irgendwann. Dann macht das was mit dir. Oder aufgrund auch des Alters merkst du irgendwann, du wirst deine letzte berufliche Schleife drehen. Und die Karriereleiter wird auf einmal so eine Treppe, auf die du dich stellst und die dich einfach nach unten führt. Da geht es nicht mehr hoch, sondern es geht runter. Und dann macht das immer was mit uns. Dann kriegen diese inneren Fragen und Zweifel und Nöte Autoritätsverstärker. Und dann müssen wir uns drum kümmern. Wir sind aber gut beraten, wenn wir es schon vorher tun. Wenn wir dieses Spannungsfeld, was da in uns drin ist, ja, weil wir eben alle zu kämpfen haben, vorher schon ernst nehmen. Das ist jetzt nicht nur Psychologie. Kommt daher, ich nehme mal das Beispiel, das wir auch in der Bibel finden, von Jesus. Ich ziehe das nicht an den Herren herbei, es ist ein wunderbares Beispiel. Jesus wusste ganz klar, was sein Auftrag war. Und dann kommt dieser Moment, wo er weiß, jetzt geht's los. Und er bekommt Todesangst. Wirklich Angst. Und er nimmt sich 3 seiner Jünger, die Vertrauten, mit und sagt, ich brauche eure Unterstützung. Und auch da wiederum eine Enttäuschung. Und er ringt mit seinem Vater. Und sagt, aber Vater, so redet ein Kind, Daddy, Papa. Das ist ein sehr vertrautes Sprechen. Wenn irgendwie möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, Jesus sagt ganz ehrlich, was auch in ihm als Mensch jetzt gerade los ist. Ich habe Angst. Papa, hilf mir. Und das macht er einmal, zweimal. Ich glaube sogar 3-mal oder auch nur 2-mal. Ja, das ist so ein Prozess. Und dann aber auch, okay, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dann übernimmt dann irgendwann mal in diesem Modell ausgedrückt der Erwachsene in ihm wieder die Verantwortung und weiß, ja, es ist meine Verantwortung, aber sein inneres Kind, so sein Inneres, seine Emotionen bekommen Unterstützung. Weil er sie benennt, weil er sie wertschätzt, weil er sich bückt und sagt, okay, da ist was, ich kümmere mich drum. Ich will das lernen und ich lade dich ein, es auch zu lernen. Dass du das, was in dir drin ist, auch jetzt in dieser Zeit wahrnimmst. Ja? Dass du es als zweites benennst. Ihr Lieben, Worte haben Kraft. Benenn das, was in dir ist, nicht allgemein, sondern so genau wie möglich. Wovor hast du Angst? Was ist das Unwohlsein, was du in dir fühlst? Ist es die Einsamkeit? Dann benenn es einfach. Sag einfach so, wie es ist. Geh in diesen Prozess, schau hin, was ist denn dort? Und dann reflektiere, was ist die Wahrheit? Ist es begründet, Angst zu haben? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Dann klärt sich der Nebel, in dem wir so sind. Und dann können wir Entscheidungen treffen und sagen, okay, das ist die Wahrheit, auf die ich mich stellen will. Das ist das, was ich im Glauben für mich annehmen möchte. Ja, der 4. Schritt, dass du dann glaubst und aus dem Glauben folgt dann der Gehorsam. Ihr Lieben, ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns immer und immer wieder in diesen Prozess stellen. Auch jetzt, diese Phase, in der wir gerade sind, weltweit, berechtigt oder nicht berechtigt, völlig egal. Es ist für uns eine Chance, genauer hinzuschauen, was ist in uns und um uns drumherum los, was geht dort ab
Und dass wir diesen Prozessen mal einen Namen geben. Dem nachspüren. Ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo wir ganz, ganz viele Antworten haben. Ja, unsere Theologie war noch nie so differenziert, wie sie jetzt gerade ist. Wir können auf so viele wissenschaftliche Erkenntnisse, Antworten, ja, zurückgreifen. Es gibt so viel Forschung und so viele Ergebnisse. Aber im Leben zählt die beste Antwort nicht, wenn du vorher keine Frage hast. Die beste Antwort ist erst dann deine Antwort, wenn es auch deine Frage ist, die dazugehört. Und ich glaube, wir dürfen lernen und müssen lernen, neue Fragen zu stellen. Fragen an das Leben, die sich jetzt gerade auch aufdrängen. Und da ist so ein November einfach eine Chance. Volkstrauertag, Totensonntag, das sind alles Dinge, die im Leben Realität sind. Und in der Bibel finden wir auch diese Aussage, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Es hat nicht wirklich Sinn, den Tod zu ignorieren. Er ist Bestandteil unseres Lebens. Und dass wir diese Dinge, die da in uns sind, benennen. Das Leben ist und bleibt ein Kampf. Und vielleicht nutzt du den November, auch der November, in dem wir jetzt gerade sind, um zu lernen oder neu zu lernen, versöhnt zu kämpfen. Vielleicht nutzt du diesen November, um ehrlich zu sein, dich nicht abzulenken. Gemeinschaft ist möglich, aber eingeschränkt. Netflix, hast du schon alles geguckt vielleicht? Und dich einfach mal in diese Höhle der Einsamkeit deines Lebens hineinzubegeben und zu fragen, was ist da in mir drin? Der nächste Schritt ergibt sich immer aus dem ersten. Geh diesen ersten Schritt, diesen deinen ersten Schritt hinein in deine Höhle, in dein Inneres und benenne das, was da ist. Auch diese Dinge, die so irgendwie nicht so ganz greifbar sind und schwierig zu benennen sind. Aber ich bin der Überzeugung, wir müssen es lernen. Wir müssen lernen, versöhnt zu kämpfen, sonst verwildern wir und werden letztendlich auch einsam sein und werden andere verletzen und Verletzte verletzen wiederum andere und dieser ganze schwere Kreislauf des Lebens zieht uns immer tiefer. Und wir können auch lernen, gemeinsam zu kämpfen. Ihr habt hier Kleingruppen, eine riesengroße Chance. Ja, ich kenne solche und solche Kleingruppen oder Hauskreise, wie man sie auch benennt, Life Groups. Ja, da kannst du einen Abend mit verbringen und die Fragen des Lebens sind die Halsschmerzen, was auch immer. Ja, so Dinge, die auch alltäglich sind. Aber was sind die tiefer liegenden Fragen deiner Ehe, deiner Beziehung? Das, was so in deinem Herzen wirklich bestimmend ist, wegweisend ist. Ich habe schon so oft gemerkt, einer fängt an und stellt sich diesen ehrlichen Fragen und die anderen denken und sagen, oh, ihr auch? Ja. Und da haben wir als Christ eine wunderbare, ja, Möglichkeit durch Gemeinschaft, nicht vielleicht in großer Form, ist sowieso nicht möglich, ja, auf der Bühne hier mit allem alles zu teilen. Deswegen auch eine Chance, in Kleingruppen zu investieren, das Persönliche zu suchen und gemeinsam zu lernen, versöhnt zu kämpfen. Ich möchte dir eine Aufgabe mitgeben, eine Herausforderung. Das ist ganz einfach. Schreib deinen eigenen Psalm 13. Schreib mal deinen eigenen Psalm 13 und vielleicht kommst du dann am Ende deines Briefes, deines Psalms, ein Brief an Gott. Psalmen waren so Briefe, ja, Lieder an Gott, aber es war halt Kommunikation. Vielleicht kommst du am Ende irgendwann auch zu diesem doch, ich will. Ja, ich will mein Vertrauen auf den Herrn setzen. Aber vorher kommt dieser Schrei, Herr, wie lange noch? Hast du mich vergessen? Was wären die ersten Passagen deines Psalm 13? Ich gebe dir ein paar Augenblicke Zeit, um über diese einfache Frage nachzudenken, sie anzudenken. Du wirst es nicht jetzt zu Ende denken können, aber nimm es mit und schreib deinen Psalm 13. Und fang jetzt an mit dem ersten Schritt. Der nächste ergibt sich aus dem ersten. Ein paar Augenblicke und dann werde ich beten.
Jesus, du selbst hast es erlebt und du hast es auch gesagt, in der Welt habt ihr Angst, ihr werdet bedrängt.